Ein Hallo und willkommen zur weiteren Folge auf der Dornfriedischen Marsch. Wir versuchen weiter Gras zu schwatten. Irgendwie will er nicht. Der Dussel. Er schallt zwar an, aber geht nicht runter. Neuer Versuch. Die Weizenernte läuft auch noch. Da hatte sich der LKW leider am Deich, wollte er klimmen, zum Glück nicht umgefallen. Und der entleert gerade und fährt zurück. Ja, jetzt klappt's. Neu laden. Ja. Warum macht er hier nicht weiter? Ganz einfach. Man fährt hier lang. Man nimmt die Kurve jetzt und nimmt die nächste Spur. So, ganz einfach. So, möge der Tag anhalten und was heißt hier aufgetankt? Sondern fast halb voll. Ja, Rohr ist eine Frucht. Was machen wir nun? Ach nee. Noch ein letztes Mal auch nicht gestört. Ja, dann muss er mich anrufen. Fahren wir daneben. Dann muss der andere Bruder halt rausfahren. Frau wird in 3 Jahren auch ein Forst sein. Ideal wäre, er wird immer noch stehen bleiben, wo er gerade mal noch keine Frucht ist. Ne? Und würde dann den Augenblick erst warten, bis er kommt und entleert.
Wüste. Ob er jetzt auch eine Reihe kriegt. Da tun sich immer schwer. Sehr schwer. Da. Da läuft jetzt einigermaßen. Sobald das mit dem Gras erledigt ist, mit Schwappen, mit Pressen fangen wir jetzt nicht mehr an. Dann werden wir warten bis zur nächsten Folge. Und ansonsten Stroh würde ich auch nicht pressen mehr. Schauen wir mal, ob wir Gras noch fertig kriegen. Auch Schwatt. Ja, wir haben noch eine Arbeit vor uns. Aber ich denke mal, jetzt können wir dann die Schulden zurückbezahlen. Neue Maschinen kaufen. Ja. Ein, zwei stärkere Traktoren. Dann auch Richtung Kühe, was ich schon länger vorhatte. Dann nochmal Mais machen. Zum einen Körnermais, zum anderen Silagemais. Da kann man über die BGA nachdenken. Und als nächstes. Dann werden wir auch öfters pflügen müssen, wenn wir Mais haben. Dann können wir auch Sonnenblumen machen. Und dann können wir auch mal Erdfrüchte machen. Aber da muss das Kursplan richtig klappen. Aber jetzt haben wir immer zu tun mit den nächsten zwei Feldern. Und dann kommen die Wiesen auch wieder. Und dann können wir auch mal Heuball machen. Für später für die Kühe. Wenn es schön rund geht. Geht's einmal frei. Aber wenn er irgendwie einen Knick hat, so wie da vorne, dann muss der Kurs ein bisschen mehr, dass der Knick zu groß wird. Jetzt tut er sich schwer.
Im Grunde ist ja einfach, er muss nur rechts umfahren. Jetzt wieder zurückfahren und rückwärts fahren kann er nicht. Aber wie gesagt, Cosplay ist in Entwicklung. Da sind sie noch bei. Man ist gut, dass überhaupt schon wer da ist. Normalerweise muss das Spiel ein Vierteljahr vorher fertig sein, dass die Modder schon anfangen können, das eine oder andere zu machen. Und dann, wenn das Spiel rauskommt, irgendwie wird dass entsprechend dann erst so zeitgleich auch die Mods kommen. Aber ich denke mal, das wird dermaßen viel Arbeit sein, dass sie gerade so ihr Spiel fertig kriegen. Wird ein bisschen Docke da stehen. Dass hier und da auch die Einnahmen auch gebraucht werden, das ist ja so eingetaktet. Wenn du jetzt hier sagst, du wirst bis dahin fertig haben, dann drückt der Schuh da irgendwann, ne? Wenn du jetzt lange hinauszögerst. Man kann nur eins am anderen fertig machen. Also wenn sie jetzt schon dabei sind für DLC, wahrscheinlich Glas, ja, da sind auch etliche beschäftigt, eingebunden, können ja nicht woanders noch nebenbei prüfen und so, das ist ja auch, und sind auch nur Menschen, die brauchen mal ein freies Wochenende. Oder mal einen freien Tag oder Urlaub. Dennoch. An der Wende wäre das Spiel teurer. Um einiges. Da hätten sie auch die Mittel, um entsprechend Personal einzustellen. Dann könnte es vielleicht schneller gehen, aber oder mehr Ressourcen haben, als hier an Technik oder so, keine Ahnung. Den Preis von Anno sehe, da sind da fast 70 Euro, 60 Euro glaube ich. So, Cosplay ist jetzt fast fertig auf dem Gras. Schwatten. Das ist gut. Die Weizenernte läuft noch. Die Ränder werde ich nicht machen. Dunkel werden wir noch nicht abqueren. Wüste, das wäre auch erledigt. Jetzt gehen wir mal zurück zum Weizenfeld. Das schließen wir auch noch ab. Und dann beenden wir die heutige Folge.
freigestellt. X. Licht. Jetzt fahren wir zurück zum Hof. Wie gesagt, das ist jetzt Feld 15, kommt hier eine Ackerfrucht. Und später, naja, halt. Wir haben noch zwei Felder zu ernten. Dann kommen dann die Wiesen mit Gras. Dann können wir uns auch erweitern. Hofmäßig noch ein bisschen Land kaufen. Und dann Kuhstall. Und dann 100 Kühe kaufen. Dann brauchst du einen Milchwagen. Alles im großen Stil. So, abgestellt. Was haben wir jetzt hier vor? Tanken. Der kann ja auch aussehen zur Not. So, ist er. Der ist auch vorgetankt. Zurück der Wahnsinn, ne? Ich ahne jetzt Schlimmes hier, das hat er blockiert. Nein, doch nicht. Wüste. So, meine lieben Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Natürlich auch über ein Abo. Schön, wenn wir uns wiedersehen zur nächsten Folge. Dann sage ich mal, winke, winke und tschüss, bis denne.